Eva Maria Himmelbauer, ÖVP, setzt fort. Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist durchaus wichtig, was wir heute auch hier beschließen an Regierungsvorlage. Es geht um eine sprachliche Wertschätzung, würde ich meinen, gegenüber den Elementarpädagoginnen und Pädagogen, dass ihre Berufsbezeichnung auch in einer gesetzlichen Grundlage, die für sie wichtig ist, auch entsprechend verankert ist. Und es geht darum, dass Ausbildung in verschiedenster Art und Weise erweitert wird, damit wir auch hier, wenn es berufsbegleitend oder wenn es aufbauend ist, hier auch verankert ist, damit auch in Zukunft diese Ausbildungsform, die jetzt dann noch nicht inkludiert war, auch gesichert ist und auch anerkannt wird. Und wenn hier moniert wird, dass viel zu wenig vielleicht die Debatte sich heute um die Elementarpädagogik gedreht hat, dann muss ich aber auch den Ball wieder zurückspielen an die SPÖ. Wer hat denn heute diese Diskussion vor allem für ein politisches Hickhack genutzt, dass so viele in diesem Land im Prinzip schon leid sind? Ja? Aber ich muss auch eins aus der Debatte mitnehmen, zumindest größtenteils nehme ich heute mit, dass uns allen in diesem Raum oder den meisten in diesem Raum das Thema Betreuung im Kindergarten oder auch in der Schule ein zentrales und wichtiges Thema ist. Und es ist in den letzten Jahren sehr viel investiert worden, auch in diesem Bereich. Ich darf Sie erinnern, es ist, auch wenn Sie es anders jetzt da wahrnehmen, aber dennoch, im Bildungsinvestitionsgesetz sind 750 Millionen Euro für die schulische Nachmittagsbetreuung investiert worden bzw. festgeschrieben worden in einer 15a-Vereinbarung. Und ich bin schon durchaus der Meinung, wenn wir so etwas umsetzen, dann ist es nicht nur der Bund, der hier Verantwortung trägt, sondern natürlich auch das Land, die Länder und die Gemeinden, die wir alle drei an Bord brauchen, um hier voranzuschreiten. Und da verstehe ich, dass man durchaus auch skeptisch ist, wenn bei einem solchen Beschluss 2016, wie der gefasst werden hätte sollen, die Länder gänzlich zur Seite schiebt. Ja? Wer baut denn aus? Nicht der Bund, ja? Sondern die Länder und die Gemeinden sind für die Nachmittagsbetreuung und die Betreuungsform vor Ort zuständig. Also, dass man hier diese auch einbinden wollte, verstehe ich absolut. Und ich sehe zumindest auch bei mir in der Region, ja, ich muss immer dazu sagen, nicht ganz Österreich ist Wien, ja, nicht alle Probleme, die wir aus Wien kennen, kennen wir in den anderen Bundesländern und Gemeinden und Städten. Ja. Und das Land Österreich ist sehr divers, Gott sei Dank. Ja. Wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben Regionen, die von Überalterung betroffen sind. Wir haben Regionen, die einen massiven Zuzug haben und wo wir heute schon wissen, dass in einigen Jahren viel mehr Bedarf an Kinderbetreuung notwendig ist. Und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass die Länder und Gemeinden mit an Bord sind, weil die sind vor Ort, die sehen, was notwendig ist, die sind in der Planung für ihre Regionen auch mit dabei und dementsprechend ist es wichtig, das zu tun. Meine Zeit ist schon wieder vorbei, es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich darf trotzdem allen danken, die heute auch diesem Gesetz ihre Zustimmung geben und ich freue mich auf vieles weitere, das hier noch kommen wird. So, Eva Maria Himmelbauer von der ÖVP. Sie kommt aus dem Weinviertel in Niederösterreich, hat Wirtschaftsinformatik studiert.